Und willkommen zurück bei Alien Isolation Part 4. Wir haben gerade diesen Wartungsheber gefunden. Den toten Suffkopf. Und jetzt können wir auch wieder zurückgehen. Da gab es noch eine Stelle, da brauchten wir auch nochmal den Wartungsheber. Sevastopol. Willkommen. Willkommen, sogar in Deutsch. Das Willkommen habe ich jetzt allerdings aus dem letzten übersetzt. So, hier ist doch auch so ein Wartungsheber dran, oder? Aha, hier können wir auch noch mal was entfernen, aber das machen wir erst, nachdem wir. Moment mal, mir dämmert gerade was. Das sind doch alles Leichen, oder? Ja. Oh, huch. Da möchte ich nicht unbedingt drauf gehen. Ha. Ja, manchmal, da macht es halt erst beim zweiten Mal Klick, wenn man vorbeigeht. Na gut, dann gehen wir mal weiter und schauen uns noch an, was wir hier hinten finden konnten. Ja, okay, das war wieder so ein Funken, der gesprüht hat. So, dann entfernen wir mal hier die Strebe. Müssen wieder linke, rechte Maustaste drücken und A wahrscheinlich. Genau. Und rum das Teil. Ist ganz cool gemacht. Also die Animation sieht auch gut aus. Und schmeißt das Ding in die Ecke. Jawohl. Offen ist er. Haben wir hier was? Nee. Können wir nicht bedienen. Ein Sensor. Das ist gut. Nochmal Schrott gesammelt. Ah, zwei Leuchtfackeln haben wir noch dabei. Ich rüste einfach mal eine aus. Ethanol. Okay, ich rüste doch mal lieber. Ah, geht jetzt nicht, oder? Wenn ich runter aufs Medikit will. Ich möchte es nicht bauen, sondern. Ne, okay. Steckt sie auch nicht weg, die Fackel ist egal. Vielleicht brauchen wir sie gleich nochmal. Die allererste Fackel, die haben wir direkt mal in die Ecke geschmissen. Weil ich der Meinung war, die können wir auch. Jetzt brauchen wir hierfür einen Plasmaschneider, okay. Weil ich der Meinung war, wir können die auch wieder aufsammeln. Aber dem war nicht so, die hat sie einfach liegen gelassen. Da liegt der nächste. Was liegt denn da vor bei dem rum? Sieht aus wie so ein Staubsaugeraufsatz. So, hier können wir wahrscheinlich nicht durch, oder? Sehen wir auch gar nichts, was da los ist. Alles duster, alles dunkel. Okay, dann gehen wir zurück in die große Halle. Lag hier noch was? Nee. Und da können wir dann nochmal das große Tür öffnen. Schön auf die Leichen aufpassen, dass wir da keine Schändung betreiben und einfach drüber latschen. Haben wir das schon abgespielt? Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Hier überall Geräusche. Hier das Knarren und. Beeilen Sie sich einfach, okay? Jo. Ich glaube, das hatten wir schon. Und eine Sequenz. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe.
Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Oh, was für ein Arsch. Seekson Communications befindet sich im Systech-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Ja, ist okay. Okay, dann gehen wir mal durch den Frachtbereich. Du blöder Arsch. Direkt unfreundlich, hä? Erstmal immer unfreundlich sein. Ich will nicht lange hier rumhängen. Gentleman ist er auch nicht. Lässt die Dame die Arbeit hier machen. Was für ein Proll. Na, nun komm mit. Sollen wir dich ja noch... Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Vielen Dank. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Halt, was brauchen wir hier? Den Strom wiederherstellen? Keine Hoffnung. Bleib draußen. Wir sehen, es wird immer gefährlicher. Die Warnhinweise werden auch deutlicher. Das Schiff gibt es wirklich. Ja, auf jeden Fall gibt es das Schiff. Vertraue uns. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Na, dann ruf mal den Fahrstuhl. Kannst ja auch mal was machen. In der Zeit, dann speichere ich einfach mal. Die Station ist alt und eigenwillig. Genauso eigenwillig wie der Typ selber. Na, worauf warten Sie? Ja, ich Drücken bin schon bei dir. Zum Frachttransport. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Ein Monster. Immerhin hat der Kerl eine Knarre dabei. Was haben wir denn hier? Bindemittel. Können wir eigentlich Medikits herstellen? Und die dann aufbewahren? Gerät gebastelt, das ist immer noch klasse. Aha, jetzt sehen wir, uns fehlt was. Die Komponente B und das Bindemittel fehlt. Macht nichts.
Wir haben erstmal noch ein Medikit. Eins hatten wir ja schon mal verbraucht, weil wir halt nicht ganz geheilt waren. Da wollte ich das einfach mal testen, wie die Sache abläuft mit dem Heilen. Das ging relativ schnell. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Wo ist denn der hin? Da war gerade wieder ein Tipp, den ich nicht komplett lesen konnte, weil einfach nur die Hälfte wieder gefehlt hat. Wir müssen an denen vorbei. Wo bist du denn? So, halte Steuerung gedrückt um Zur. Ganz einfach, wenn wir Steuerung gedrückt halten. W und D lehnen wir uns nach links und rechts. Ah, da können wir auch nach oben mit A so ein bisschen über die Kante drüber illern. Wo ist denn der Clown jetzt hin? Ist er hier rein? Ja, wahrscheinlich schon, aber wir gucken noch mal kurz hier hinten hin, ob hier noch was rumliegt. Sieht allerdings nicht danach aus. Wie geht es dir? Alles klar? Oh, oh, oh. Waren die beiden da schon wieder? Ja, wir gehen einfach mal hier hinterher. Da ist er. Komm, beweg dich in Gang. Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Genau. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Dich ganz besonders, mein Kumpel. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Jawohl, Axel. Da folgen wir doch mal Axel. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Ah, super. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Und zack. Da aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Halten Sie F, um die Taschenlampe aufzuladen. Ah, cool. Dann würde ich jetzt eigentlich am liebsten diese olle Fackel wieder wegpacken, aber... Hier lang. Das geht gerade nicht. Wirst du gerade nicht. Ist egal, lassen wir mal drin. Und gehen einfach mal weiter. Ich speichere jetzt hier nicht überall, weil ich einfach der Meinung bin, dass es vielleicht noch gar nicht nötig ist, sich hier überall abzusichern. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Finden Sie den Schachteingang? Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ja, ist okay, ist okay. Das ist doch ein Idiot, oder? Erzählt uns, dass er seinen Lüftungsschacht markiert hat und wir sollen den jetzt suchen. Ja, da haben wir noch mal ein paar Taschenlampenbatterien. Die mal aus. Ich behalte lieber noch ein bisschen die Batterien von der Taschenlampe. Wir haben zwar gerade noch mal welche gefunden, aber da unten ist schon wieder ein Drittel weg. Axel, ist das der hier? Warten Sie, ich komme hier schon. Komm mal her, Axel. Hier ist was mit roter Farbe umsprüht. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Haben wir direkt den richtigen gefunden. Ja, ich komme gleich, Axel. Ja, ich bin gleich da. Ich schaue mich noch mal kurz hier hinten um. Aber hier ist auch nichts weiter. Ah, hier haben wir doch noch mal was. Jawohl, noch mal Taschenlampenbatterien.
So, Axel, mein Guter, ich komme. Du mir am vertrauenswürdigsten Person. So, in die Iris klettern wir allerdings erst beim nächsten Part wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis demnächst. Danke.